Wir haben vor 3 Jahren mit dem Projekt Analysator Pur gestartet und herausgekommen ist, wie Sie sehen, mit das Komplexeste, was wir jemals an Analysator oder Extraktionstechnik gebaut haben. Der Analysator Pur besteht aus einer Reihe von verschiedenen Modulen. Wir haben zum einen das normale Standard-Extraktionsmodul, das Sie ja schon kennen. Wir haben ein Modul für gummimodifizierte bzw. Ausbauasphalte und wir haben ein Modul für einen Rotationsverdampfer, die alle miteinander verknüpft sind und die praktisch alle von einer Mutter, die wir hier sehen im Bildschirm, gesteuert werden. Grund für dieses System war, dass wir einfach dem Analysator oder der Extraktion einen Mehrwert geben wollten und im Grunde alles, was wir in 20 Jahren Erfahrung an Extraktion gesammelt haben, auch in diese Maschine vereinigen wollten. Das ist uns, denke ich, gut gelungen. Ja, der Mutterbildschirm, den wir hier mit der zentralen Steuerung auch hier haben, das sind viele, viele Masken, mit denen wir viele, viele Einstellungen vornehmen können. Sie sehen hier die Maske für die Extraktionseinheiten an sich. Hier haben wir die Destillationseinheit, die wir hier überwachen können. Hier haben wir den Rotationsverdampfer. Und natürlich gibt es auch für einfache Anwendungen den Start-Stopp-Bildschirm, wo Sie praktisch mit 2 Tasten alles machen können. Jetzt sind wir also in der Lage, mit einem Startknopf im Grunde auch am Ende wirklich den Binder zu extrahieren oder Bitumen zu extrahieren und ihn praktisch hier so herauszubekommen. Das ist eine sehr, sehr schöne und sehr einfache Angelegenheit. Und das Zweite, wo wir sehr stolz drauf sind, ist diese neu entwickelte Wascheinheit, mit der wir auch gerade die schwierigen Baustoffe wie gummimodifizierte oder Ausbauasphalte, wo wir die schwimmenden oder aufschwimmenden Bestandteile hier auf diesem Spülring dann sammeln können und auch messen, trocknen und gravimetrisch erfassen können.